Da bist du ja, mein Junge. Morgen, Arthur, willst du ein paar Pancakes? Nein, nein, nein. Ich möchte nur hier sitzen und dich bewundern. Na gut. Arthur. Ignorier mich, iss es. Ich kann nicht essen, wenn du mich so bewunderst. Tut mir leid, ich bin doch nur so verdammt stolz auf dich. Ein Arbeiter, der das verflixte Kapitalistenpack mutig in die Knie zwingt. Das berührt mich dermaßen, dass es schon fast an Wollust grenzt. Na, dann werde ich aber heute Nacht auf der Hut sein. Hallo, Männer. Wow, was steht denn da für ein Leckerchen auf dem Tisch? Eine berechtigte Frage, mein Engel. Vor mir steht ein Stapel Pancakes der Marke Duckhöfernen Frutti Süßi Speziale. Gebacken mit Liebe und Leidenschaft für dich und mich. Oh, das ist wirklich lieb, Schatz, aber ich habe gar keinen großen Hunger. Sag mal, was fällt dir ein, schon mit diesem Mann zu reden? Wieso kannst du nicht einfach lächeln und sagen, danke, Schatz, das sind die besten Duckhöfernen Frutti Süßi Speziale, die du je gemacht hast? Das werde ich dir sagen. Es ist mir zu lang. Sie hat dich nicht verdient. Ach du Schreck, ich muss los. Geh nur, Kleines. Was hast du heute vor? Mal sehen, um 11 Uhr habe ich wieder meinen Häkelkurs. Da kann man so herrlich tratschen. Nein, ich meine es wirklich ernst. Alles klar mit dir? Ja, wieso soll was mit mir nicht klar sein? Naja, weil du für eine Weile nicht arbeiten gehen kannst und dich vielleicht außer Gefecht gesetzt fühlst. Entschuldige, aber ich bin mitten im Gefecht und gerade heute liegt einiges an. Ja, zum Beispiel? Diverse Reparaturen. Da ist dieser Knopf hier. Weißt du nicht mehr? Du hast gesagt, er wäre locker. Tatsächlich? Oh, das war, als wir uns das Haus angesehen haben. Stimmt, ja. Und heute ist der Tag, wo sich das ändert und manches andere auch. Also geh und verdien Geld. Okay, bis um 6. Also dann und halt die Ohren steif! Jetzt taucht schon ab. Mr. Heffernan? Das bin ich. Ich arbeite für IPS. Wir streiken im Moment, aber davon haben Sie sicher schon gehört. Möglich. Unterschreiben Sie da. Wow, ein 560er Dicketboard. Super. Ich muss mit einem 520er arbeiten, kaum zu glauben. Ja? Das Baby muss eine Offenbarung sein. Ja? Könnten Sie jetzt unterschreiben? Oh. Ich gebe Ihnen mal einen Rat. Genießen Sie jede verdammte Minute in Ihrem Truck. Denn glauben Sie mir, es kann ganz schnell zu Ende sein. So schnell. Bitte, kann ich jetzt das Ding wieder haben? Oh, natürlich, da. Entschuldigung. Mr. Grossmans Büro? Haben Sie das gesuchte Buch gefunden? Was? Wer ist da? Schauen Sie mal nach links. Besser gesagt nach rechts. Überraschung! Hey, was machst du denn hier? Nichts, ich dachte nur, wir könnten zusammen Mittagessen gehen. Es ist gerade mal 10. Tja, deswegen heißt der Expresszug auch Expresszug. Und wie wär's mit Brunch? Oh, Schatz, liebend gern, aber ich habe einen Riesenhaufen Arbeit für Prezen hier liegen. Tja, also dann werde ich mal das Weite suchen. Hoffentlich finde ich's. Okay. Nein, nicht so eilig. Ich nehme mir einfach die Zeit für einen Becher Kaffee, gut? Nein, 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 du hast Arbeit, das ist cool. Zieh dein Ding durch, das lässt mir die Chance, mein Ding durchzuziehen.
Horrido, bis dann. Sei bitte nicht enttäuscht. Das Wort kenne ich gar nicht. Eben gerade erst hier. Sieh mal, was ich habe. Du bist wegen deines rosa Balls wiedergekommen? Hey, fang ihn auf, komm schon. Doug, was zum Teufel ist denn nur los mit dir? Gar nichts, ich unterbreche meinen anstrengenden Tag und besuche nur meine Frau. Tut mir leid, dass ich lebe. Komm mal mit. Wo gehen wir hin? Ballspielen im Park? Nein, nicht in den Park. Doug, ich bitte dich. Hör doch auf, mir Theater vorzuspielen. Ich spiel kein Theater. Diese ganze Ich-bin-glücklich-Operette. Du warst seit 2 Wochen nicht mehr arbeiten. Da fühlt man sich leicht etwas verloren. Und machtlos. Und entmannt oder so. Was redest du da für ein Blödsinn? Weißt du, ich rede von zum Beispiel gestern Nacht. Was ist mit gestern Nacht? Du wolltest doch und... Ich verstehe nicht. Oh, nein, nein, ich wollte nicht das Geringste. Ich bin nur über dich geklettert, weil ich ein Taschentuch wollte und du dachtest, ich wollte was. Mann, das ist wirklich lustig. Hör zu, Schatz, du solltest das jetzt nicht überkompensieren. Lass uns in Ruhe darüber reden. Quatsch, ich kompensiere nicht über. Ich kompensiere überhaupt nicht, klar? Ich bin gekommen, weil ich einfach nur Ball spielen wollte, aber offenbar geht sowas nicht. Wir sehen uns zu Hause. Auf Wiedersehen. Verschwinde, Carrie. Entschuldigen Sie bitte, ich möchte zu meiner Schwester Stephanie Heffernan. Sie ist Sportlehrerin hier. Was meinen Sie, wo sie sein kann? Eine Sportlehrerin? Ja. In der Sporthalle drüben. Natürlich, Dankeschön. Blödmann. Also, Lenz, wenn ich bitten darf, wir spielen jetzt den ultimativen Völkerball. 4 Teams, 4 Bälle. Okay, die Captains sind Kaplan, Baylock, Megan, Spragman. Jeder Captain wählt ein Team aus und einen Eckpunkt als Basis. Was ist? Kann ich dich gut sprechen? In einer Minute, warte da hinten. Wir spielen folgendermaßen. Wenn eine Mannschaft eine Spielerin trifft, dann spielt die von da an für die andere Mannschaft und so weiter und so fort. Das Spiel ist zu Ende, wenn eine Mannschaft alle Spielerinnen gefangen hat oder jemand ernsthaft verletzt wird. Kleiner Scherz. Okay, also ihr kennt die Regeln. Kein Schubsen, Bein stellen oder festhalten. Macht eine das und ich erwische sie dabei, fliegt sie raus. Jetzt wählt euer Team. Wenn ich pfeife, geht es los, okay? Was machst du hier? Ich wollte nur mal vorbeischauen. Ich fühle es. Hey, eine von euch nimmt Lenker! Entschuldigung, was ist? Nichts, nur durch den Streik fühle ich mich. Sie ist nicht behindert, hört ihr? Entschuldigung, was fühlst du, was? Ich weiß nicht, also ich fühle mich irgendwie entmannt. Mein Gott. Entmannt, sagst du? Also impotent. Ach, Blödsinn, erzähl nicht so einen Mist. Was dann? Sag's mir, raus damit. Naja, ich... Durch den Streik fühle ich mich mies, das ist alles. Das ist ganz natürlich. Du bist gewohnt, morgens zur Arbeit zu gehen. Seit wann hast du jetzt schon einen festen Job? Seit 92. Dann mach doch einen Halbtagsjob oder irgend sowas. Was? Schon gut, weiterlaufen, Ferraro. Vorsichtig weiterlaufen. Weißt du was? Hier werden immer Hilfslehrer gesucht. Ich werde unterrichten. Eine tolle Idee. Nein, jeder Idiot kann Hilfslehrer werden. Wollen die keinen Hochschulabschluss sehen oder sowas? Ach ja. Du bist vorzeitig runtergegangen. Und zwar in der Unterstufe. Ja. Das geht schon klar. Die suchen so verzweifelt Aushilfen. Das prüfen die nie. Wirklich? Ich meine, ich weiß nicht. Vielleicht würde das gehen. Ich komme mit Kindern gut klar. Das kannst du dir sparen. Gib ihnen eine Aufgabe und nimm dir ein Buch mit. Ja, oder vielleicht ein Sportmagazin. Hilf mir da rein, Stephanie, das klingt gut. Habe ich das richtig verstanden? Du willst Kinder unterrichten? Ja. Was willst du ihnen beibringen?
Pakete auszuliefern? Naschen? Schnauze! Ich fasse es nicht, Carrie. Seit einer Woche bekomme ich zu hören, oh, oh, Doug, du überkompensierst. Du bist ein nörgelnder Nichtstuer, der es nicht mal mehr schafft, seine Frau zu befriedigen. So habe ich das nicht gesagt. Es gibt so etwas wie Körpersprache. Der Punkt ist der, ich finde endlich was, wo ich mich wieder nützlich machen kann und du machst dich darüber lustig. Ich sag dir was, du hast recht, ich hätte nicht so reagieren sollen. Es tut mir leid. Aber unterrichten? Ja, unterrichten. Ist das, weil ich nicht mit dir Ball gespielt habe? Okay, offensichtlich hast du gar nicht begriffen, was hier los ist. Also geh nur wieder an deine kleine Arbeit. Ich will jetzt nämlich meine Stunde vorbereiten. Douglas, ich konnte das eben nicht überhören. Du willst junge Menschen formen, ja? Ja. Schon der Lehrergewerkschaft beigetreten? Nein. Was? Du spielst erst den großen Gewerkschafter und jetzt wirst du zum Streikbrecher? Ich würde dir auf der Stelle eine feuern, wenn ich nicht wüsste, dass ich das sofort wiederbekomme. Arthur, ich bringe keinen um seinen Job. Ich bin bloß Aushilfslehrer. Ich spring ein, wenn einer von den echten Lehrern krank ist. Na, hoffentlich schläfst du gut, Warmduscher. Habt ihr eure Flurpassierscheine? Dann macht ruhig weiter, Jungs. Guten Morgen, liebe Kollegen. Morgen. Ich bin Doug Heffernan. Oder einfach Doug. Ich vertrete Mr. Briley und errichte seine Klasse. Education. Tja, dann werde ich mich hier niederlassen. Bis nach der Pause. Hey, darf ich vielleicht ein? Ja. Dankeschön. Ich bring morgen zwei mit. Gut, ein bisschen zu rauchen. Das entspannt die Nerven. Kinder unterrichten. Wir bereiten sie auf ihre Zukunft vor. Wirklich, wenn man darüber nachdenkt, sie sind der Ton und wir sind die Bildhauer. Wir geben ihnen die Form. Modeln sie zurecht. Aber nicht so viel, sonst gibt es Ärger. Man muss die Seelen der Kinder behüten. Jetzt halten Sie die Klappe. Ja, mach ich. Guten Morgen, Klasse. Guten Morgen, Kinder. Würdet ihr euch bitte auf eure Stühle setzen? Setzt euch bitte. Danke. Ihr habt alle einen Platz. Wie schön. Guten Morgen. Ich bin Mr. Heffernan. Okay. Also dann. Und wenn ihr euch an mich gewöhnt habt, dann nennt ihr mich einfach Mr. H. Okay, also Mr. Briley hat eine Aufgabe für euch vorgesehen in euren Textbüchern. Amerika von der Kolonie zum Staat. Ein Traum wird wahr. Er möchte, dass ihr bitte die Kapitel 3 und 4 über den ersten Kontinentalkongress lest und zusammenfasst. Soweit alles klar, Leute? Dann fangt bitte an. Ja, der Junge mit der erhobenen Hand? Das war die Aufgabe von gestern. Tatsächlich? Tja. Aber Mr. Briley hat es für heute notiert. Das mag ja sein. Meinetwegen können Sie uns prüfen. Nein, das ist nicht nötig. Okay, und was machen wir dann? Okay, dann dann werden wir jetzt Paare bilden. Jeder nimmt sich einen Partner. Jeder nimmt sich einen Partner. Was soll dieser Mist? Und? Wozu? Hebst du bitte erst deine Hand? Ja. Und wozu?
um das Gelesene noch einmal zu wiederholen. Und zwar im Wechsel, alternierend. Sind Sie eigentlich ein richtiger Lehrer? Hand? Ja. Sind Sie überhaupt ein richtiger Lehrer? Ja, ich bin Mr. Heffer. Ja? Wo haben Sie denn studiert? Ich war auf dem Nassau College für Lehrkunst und Aushilfsunterricht. Fetthaus! Was war das? Also, wisst ihr was, Kinder? Wir brauchen alle eine kleine Auszeit, okay? Wir werden... Legt jetzt alle eure Köpfe aufs Pult. Ihr wollt also nicht nascheln. Hier wird niemand zu irgendwas gezwungen. Aber wisst ihr was? Ihr schadet nur euch selbst. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es an meiner Lehrmethode. Vielleicht muss ich sie ändern. Muss den Kindern die Hand reichen und ihnen zeigen, dass sie mir nicht gleichgültig sind. Hör auf, mit den Kegeln zu spielen. Das sind Markierungen. Entspann dich, Doug. Sei locker. Du bist eine Aushilfe. Es ist dein Job, zu verhindern, dass sie sich umbringen. Und selbst wenn sie es tun, ist es nicht genau dein Bier. Das kann ich nicht akzeptieren. Dies ist mein Job, verstehst du? Ich muss es schaffen, zu ihnen durchzudringen. Viel Spaß. Hört, hört! Wohlan, der erste Kontinentalkongress ist hiermit eröffnet. Nun denn, jetzt wo ihr alle aufpasst, lasst uns etwas lernen über die Väter unseres Landes. Okay, du hast dir gerade null Punkte eingefangen. Sie dürfen keine Nullen verteilen. Ach nein, darf ich nicht? Tja, das ist die zweite. Wenn du willst, kriegst du auch noch eine dritte. Was für ein Clown. So, 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 ich bin ein Clown. Damit du auch was zu lachen hast, bist du eine Woche suspendiert. Was? Auf Wiedersehen. Das können Sie nicht. Auf Wiedersehen, Sir. Sie sind nicht befugt, irgendjemanden zu suspendieren. Und Sie sind erst recht nicht befugt, jemand eine Klasse runterzustufen. Für das nächste Mal weiß ich das. Stephanie, hatten Sie nicht für seine Qualitäten garantiert? Ja, und auch ich wurde böswillig getäuscht. Ich bedauere das sehr. Entschuldigen Sie mich. Was? Du bist vielleicht ein Idiot. Halt die Klappe! Halt, halt die Klappe! Klappe. Schon wieder Arbeit, Schatz? Ja, ich darf wieder mal umsonst etwas nachprüfen. Diesmal geht es um chinesische Flüchtlinge, die von Schmugglern als Prostituierte und Sklaven ins Land geschleust wurden. Da sind sie bei dir an der falschen Adresse. Oh, wer ist denn da? Mr. Chips. Das hat mir jetzt noch gefehlt, ein Scherz über Dicke. Mr. Chips ist eine fiktive Lehrerfigur. Deine Unwissenheit ist alarmierend. Wie war's heute in der Schule? Ich bin gefeuert. Oh, tut mir sehr leid. Und ich weiß, dass Sie das Samstag mit einer Riesenfete feiern werden. Verdammt, ich wünschte, dieser blöde Streik wäre endlich zu Ende und ich könnte morgens aufstehen, meine Shorts überziehen und wieder wie ein Mann dastehen. Der Streik ist bald zu Ende, Schatz. Halt einfach nur durch. So leicht ist das nicht. Das weiß ich. Ich habe versucht, dir zu erklären, dass du mit mir darüber sprechen musst. Du fühlst dich wirklich mies und ich bin für dich da, Liebling. Ja klar, es ist nur so schwer, über sowas zu reden. Ich bin aber deine Frau. Genau, meine Frau. Ich will stark für dich sein. Ich will mit einem monatlichen Scheck nach Hause kommen, will dir die Tür aufmachen, will dich unterm Auto wegziehen. Ist gut, bis auf die Autogeschichte. Du weißt, was ich meine. Ja, Schatz, ich weiß, du würdest alles Erdenkliche für mich tun. Du weißt, ich liebe dich. Ich fühle mich bei dir ungeheuer geborgen. Das tust du? Ja. Und nicht, weil du kräftig aussiehst oder weil du einen Job hast, sondern weil du bist, wie du bist. Du bist ein Mann. Du bist ein starker, männlicher Mann. Ist das Puder? Ja, ich habe heute eine Perücke getragen. Ah. Da ist noch eine Sache. Ich wollte dir sagen, dass ich neulich Nacht
nicht nach einem Taschentuch gesucht habe. Ich weiß. Ich weiß, dass du es weißt. Ich wollte bloß wie ein Mann aufrecht dazu stehen. Das finde ich toll. Hättest du vielleicht Lust, mit mir nach oben zu gehen und es nochmal zu versuchen? Wie, du meinst sofort? Bevor der Streik vorbei ist? Ja, aber selbstverständlich nur, wenn du willst. Okay, ehrlich? Gut, in Ordnung, ja. Klasse. Oh, kleines Luder. Oh, warte eine Sekunde. Was willst du damit? Plan B, für den Fall, dass er nicht will.